Die Buck Caddis stellt eine Variante der Köcherfliegenimitationen dar. Durch die hohlen Weißwedelhirschhaare, die als Bucktail bezeichnet werden, schwimmt sie wirklich gut. Gelegentliches Furchen bei der Präsentation kann Bisse förmlich provozieren, besonders kurz vor der Dunkelheit. Die Grundwicklung wird gelegt und ein Abschnitt feines, flaches Goldtinsel eingebunden. Es bildet den Körper. Der Bindefaden fixiert es mit ein paar Windungen nach 2/3 der Schenkellänge. Auf den freien Bereich wird ein Büschel Bucktail gelegt und eingebunden. Der volle Zug am Faden sollte bei jeder Wicklung erst nach unten erfolgen, dass sich die Haare sonst um den Schenkel verteilen. Wicklungen stützen das vordere Bündel, sodass es leicht nach oben steht. Einige horizontale Windungen fassen die Haare zusammen. Mit der Außenseite nach oben erfolgt das Einbinden der braunen Hechel. Nach dem horizontalen Anwinden wird ihr Ende mit dem Whip-Finish fixiert. Noch ein Tropfen Lack und die Fliege ist einsatzbereit.